guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute Abend, glaube ich, haben wir ein ganz besonderes Vergnügen. Wir besuchen nämlich einen Mann, der auf dem Gebiet von der Musik tätig ist und auf diesem Gebiet einen grossen Namen hat. Der Komponist Rolf Liebermann, Intendant von der Hamburgischen Staatsoper. Sicher gibt es viele unter Ihnen, die sich noch sehr gut an Rolf Liebermann erinnern, von vor vielen Jahren. Er war dann zumal nämlich Leiter von der Orchesterabteilung vom Schweizerischen Landessender Büro Münster. Er war mehrere Jahre erster Mitarbeiter von Hermann Scherchen, vom Dirigent, und hat nachher seine Position übernommen. Dann ist er aber auch schon vor einer Reihe von Jahren nach Hamburg gegangen, an NDR, an Norddeutscher Rundfunk, die bekannte grosse deutsche Station, und ist dort Chef der Musikabteilung. Aber nicht für sehr lang, denn schon nach zwei Jahren, 1959, ist er berufen worden zum Intendant der Hamburgischen Staatsoper. Rolf Liebermann lebt infolgedessen zu einem guten Teil in Hamburg, das versteht sich, aber nicht nur in Hamburg, sondern auch in der Schweiz, in der alten Heimat. Nämlich, er hat in Feldmeilen am Zürichsee ein Haus, dort wohnt auch seine Frau. Und dort wohnt er zu Zeiten zum Allermindesten eben auch. Und das ist ganz genau der Ort, wo wir jetzt via Link hingehen, nach Feldmeilen, zum Rolf Liebermann und seiner Frau. So, es hat tadellos geklappt. Guten Abend, Frau Liebermann. Guten Abend, Herr Gautsch. Guten Abend, Herr Liebermann. Ich freue mich sehr, dass wir Sie hier, wenn ich so sagen darf, in der Schweiz verwünschen. Wie oft sind Sie denn eigentlich überhaupt da und können Sie da sein? Ja, so alle drei Wochen. Und das geht alles per Flugzeug, nehme ich an? Ja, natürlich. Und das ist nicht ganz billig? Nein, Steuer sogar. Steuer sogar, ja. Wie lange können Sie eigentlich zusammenhängend da sein? Ja, also die Sommerferien natürlich, sechs Wochen. Aber im Allgemeinen sind es dann einmal drei, vier, fünf, sechs Tage. Mehr ist es nicht. Frau Liebermann, ja. Sie leben aber in Feldmeilen im Grossen Ganzen. Jawohl. Oder wie machen Sie das? Ja. Zwei Haushalte, nehme ich an. Ja, ja, es ist meistens ein bisschen schwierig. Zu viele Leih. Zu viele Leih? Ja. Ja, sagen Sie, wieso leben Sie eigentlich nicht in Hamburg? Ja, das wird doch näher liegen. Weil wir unseren Bub in der Schweiz in die Schule schicken. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass das schon geht, aber dass es halt ein bisschen schwierig ist für uns. Ja, und ich habe einmal gehört, Ihnen sei das Klima nicht so ganz geheuer in Hamburg. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich habe am Anfang, wo wir dort waren, wo wir also übersiedelt sind, im 58, habe ich grauenhaft gelitten. Aber das hat sich eigentlich dann nach zwei Jahren ziemlich gegeben. Und danach wollte ich aber einfach nicht, dass der Franz in die deutsche Schule geht und ein deutscher Bub wird, weil er einfach dann, wenn er heimgekommen wäre, mal mit 12 oder 14 oder 15, hätte er dann nicht mehr Schweizerdeutsch reden können. Und das wollte ich nicht wählen, und dann sind wir umgezügelt, daher. Und dann haben wir gemeint, mit hin und her gehe ich das schon, wir können es überbrücken. Und dann ist mein Mann leider nicht nur zwei oder drei Jahre in Hamburg geblieben, wie er hier damals gemeint hat, sondern ist halt dann, aus diesen zwei, drei Jahren sind jetzt halt schon sechs geworden und es werden noch mehr. Und ja, sechs halt sagen Sie? Schwierig. Nein, sind doch wesentlich mehr. Sie sind doch 1959, nein, Herr Liebermann. Ja, also, ich meine mit Wohnen. Seit dem 64 sind wir wieder daher. Sind Sie wieder zurück? Respektive seit dem 63, wo wir daher zurückgekommen sind. Es sind schon sieben. Kommt es vor, Herr Liebermann, dass Sie immer das, was Sie in Hamburg brauchen, in Feldmeilen haben und das, was Sie in Feldmeilen brauchen, haben Sie in Hamburg? Nein, ich habe jetzt eigentlich das ganz gut organisiert. Ich habe eigentlich alles doppelt und muss ohne Gepäck hin und her fliegen. Ich habe also nichts, was ich an beiden Orten nicht hätte. Aha, also das ist also ziemlich genau die doppelte Haushaltung. Und im Grunde ist das aber eigentlich schade, denn Sie haben doch hier eine sehr schöne Wohnung. Und wenn ich dürfte, würde ich Sie gerne auch ein bisschen anschauen. Aber wissen Sie, in meinem Beruf wohnt man nie an dem Ort, wo man eine Wohnung hat, sondern immer jemand anders. Das ist das Schicksal der Künstler. Ja, aber es ist auch für die meisten Künstler, glaube ich, nicht so ganz befriedigend. Ja, natürlich ist das ein Problem. Haben Sie auch eine vollständig eingerichtete Wohnung in Hamburg oder ist das doch mehr le provisoire qui dure? Ja, genau. Es ist ein Zwei-Zimmer-Wönigli, wo also einfach halt ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer hat und ein Badzimmer. Und mehr brauche ich ja dort nicht. Ich esse im Büro, ich esse im Büro, in der Kantine. Ich habe mich zum Morgen gemacht, meine Sekretärin, dann lese ich Post dazu. Es ist also so, dass ich eigentlich den Tag über in der Oper bin und dass der Platz eigentlich nur zum Schlafen brauche. Ja, das ist schade, denn ich meine, schon was ich jetzt hier bei Ihnen sehe,
ist also eine schöne Kommode und etwas oben drüber. Was ist das? Darf man das anschauen? Über der Kommode? Über der Kommode, ja. Das ist das Geburtstagsgeschenk von meiner Frau zum 60. Geburtstag, das ich mir seit vielen, vielen Jahren gewünscht habe, nämlich eine Zeichnung von Klee. Ach! Und das wollte ich immer haben und habe es nun endlich auf meine kriegt. Alten Tage nicht bekommen. Ja, auf Ihre alten Tage. Da darf ich übrigens beifügen. Ihr 60. Geburtstag war gerade erst. Mhm. Ganz kürzlich. Ja, im September. Und dann, wenn wir noch ein bisschen weiterschauen dürfen, würde ich mich sehr freuen. Wir sind jetzt bei Ihnen im Wohnzimmer, nicht wahr? Ja. Ja. Nämlich Bücher. Was lesen Sie hauptsächlich, abgesehen von Fachliteratur? Ja, da ist natürlich einfach alles zusammengekommen, was Sie da in den Bücherschränken gesehen haben. Das ist auch unheimlich. Das finde ich aber gar nicht. Doch. Das ist grauenhaft. Aber was so zusammenkommt in meinem Leben, ist da zum Teil jetzt auch, es hat natürlich wie überall in allen Büchern gestellt, nie genug Platz. Was ich lese, ja, als ich mich beschäftigt habe mit Opern komponieren, habe ich vor allem Theaterstücke gelesen, weil man immer auf der Suche nach Opernstoffen ist. Und jetzt liest man natürlich Fachliteratur und Belletristik. Ja. Was gerade so ein mit Hand kommt, eine Art. Recht wahllos. Sie haben sicher viel Zeit zum Lesen, Frau Liebermann. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind manchmal ein bisschen allein. Lesen denn Sie? Ja, ich lese. Jetzt im Moment lese ich gerade der Hildegard Knefer ein Buch, das ich so grossartig finde. So, so. In diesem Zusammenhang habe ich eine kleine Überraschung noch für die Zuschauer. Ah, das ist noch klar. Jawohl. Und jetzt hätte ich aber gerne noch ein bisschen mehr gesehen von diesem schönen Raum, wenn ich darf. Wir haben vorhin Bücher gesehen. Übrigens, Herr Liebermann, lesen Sie auch Krimi? Kommt das vor? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nein, komm, ich habe einfach keine Zeit für so etwas. Bis ich alleine nur die Zeit und den Spiegel gelesen habe, habe ich schon eine halbe Woche verbracht. Ja, da sind Sie nicht allein. Ja. Hier sehe ich etwas außerordentlich Schönes. Das ist ein Faun, wo von Picasso eine Grafik. Hinterher sind wir etwa 10 Jahre her. Wir haben sie nie bekommen. Sie ist auf allen Versteigerungen ist sie mir wegversteigert worden. Ich hatte das Glück gehabt, dass ein freundlicher Mann in Hamburg, der das besessen hat, das nicht aus einer Auktion rausgenommen hat und mir direkt verkauft hat, sodass ich es dann auf die Art endlich bekommen habe. Das ist aber wunderschön. Aus welcher Zeit ist das? Haben Sie eine Ahnung? In den 50er Jahren, so 52, 53. Es ist eine Serie von 6 so Faunbildern, von denen das aber mein Liebling ist. Aber eigentlich erstaunlich gegenständlich, denn er ist doch sonst, also in den 50er Jahren, doch schon sehr abstrakt gewesen. Ja, also für und dann wieder gegenständlich, das heisst also nicht festgelegt wie jeder grosse Künstler. Ja. Ich habe noch eine ganz direkte Frage, Frau Liebermann. Ja. Sie sind ja nicht ausübende Künstlerin, oder? Nein. Nein. Wie sind Sie, wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Hat das mit Musik oder Theater etwas zu tun gehabt? Oder ist das einfach ein gesellschaftlicher Zufall gewesen? Nein, also ja, einfach ein Zufall ist es gewesen. Ich bin einfach mit einem Soll ich dir helfen? Ja, sie ist auf dem Golfplatz in Ascona rumgelaufen. Ja, als und dann hat sie mir so gut gefallen. Sie hat ausgesehen wie ihren eigenen Caddy. Und da habe ich dann Bekanntschaft gemacht. Und dann ist es halt passiert. Ne? Ja, in Ascona haben wir uns. Hat also mit Sport zu tun und gar nicht mit Musik? Nein, gar nicht. Spielen Sie Golf, Herr Liebermann? Ich nein. Ich bin nur schauen. Also Sie sind ein Zuschauer, ja. Treiben Sie überhaupt irgendeinen Sport? Ja, ich bin viel geritten früher und ich schwimme. Und ja, das ist eigentlich ein bisschen alles jetzt im Augenblick. Mein Motorboot ist meine Sommererholung. Ski gefahren bist du mal früher? Ski gefahren bin ich. Ja, ich habe früher noch mehr gemacht. Jetzt mache ich eigentlich nichts mehr. Frau Liebermann, Sie spielen Golf, haben wir jetzt erfahren. Haben Golf gespielt. Ja, es war gut. Haben Sie denn selber zumal, nachdem Sie ja zufällig in Ihre Mann reingelaufen ist, oder Sie nicht, irgendein Verhältnis gehabt zur Opern oder zur Musik? Nein, gar nicht. Zur Musik nur von meinen Jazzplatten, die ich als junges Mädchen gespielt habe und gesammelt habe. Das hat mein Sohn geehrt. Hat keine Sorgenfalten ausgelöst bei ihrem Mann? Na gar nicht. Nein. Ich habe dann im Laufe des ersten Abends erfahren, dass er Komponist ist und habe dann gefragt, was komponieren Sie, Jazz oder ernste Musik? Und dann hat er gesagt, nicht Jazz. Ah, das ist aber wohltuend für uns. Dass er also ein 12-Ton-Komponist ist und dann sind das für mich einfach chinesische Dörfer gewesen. Die 12-Ton-Komponiererei, das hat mir überhaupt gar rein nichts gesagt. Dann hat es mich nachher interessiert, dann wollte ich Bescheid wissen. Und dann habe ich also dann langsam angefangen,
Ich begreife es heute noch nicht, weil ich keine Musikerin bin. Aber ja, ich glaube, niemals kein Laie begreift 12-Ton. Die Frage ist, ob man dazu ein Verhältnis kriegen kann. Haben Sie das? Oh ja. Zur 12-Ton-Musik? Ja, das habe ich überhaupt. Das haben Sie gelernt? Ja. Ich habe einfach genug. Ich habe dann in selber Zeit, wo wir uns dann immer näher haben kennengelernt, habe ich dann einfach so viel moderne Musik und 12-Ton-Musik zu hören bekommen, dass ich mich einfach eingelassen habe, genau wie sich andere Leute eingelassen haben. In Wagner oder Mozart. Oder das und ist ja auch nicht einfach von Anfang an drin, sondern das ist einfach, wie man es immer hört. Und tut man sich daran gewöhnen. Und das ist genau das Gleiche mit der modernen Musik auch. Je mehr man hört, je mehr. Ich weiß nicht, ob ich kann sagen, versteht tue ich auch nicht. Aber verschreckt es einem nicht und findet man das eine vielleicht sogar glatter als das andere. Und der eine Komponist gefällt einem besser als der andere. Also man hört irgendwie einen Unterschied. Und das habe ich Sie gerade fragen. Darf ich das fragen? Nämlich, ja. Können Sie, nachdem Sie jetzt eben doch eine gute Ahnung, ich drücke mich vorsichtig aus, von 12-Ton-Musik haben, ja. Können Sie verschiedene Komponisten, Ihren Mann wollen wir im Moment auslassen, aber verschiedene andere 12-Ton-Komponisten unterscheiden voneinander? Ich habe früher gemeint, ja. Ich habe auf alle Fälle, bin ich mal wahnsinnig stolz gewesen, vor vielen Jahren, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, das ist doch Vogel. Wo also Wladimir Vogel in mir. Wladimir Vogel, wo irgend am Radio etwas kam, ist, eben also modern. Und dann habe ich es wenig gelost und dann habe ich gesagt, das kann doch nur Vogel sein. Da war ich sehr stolz gewesen. Und dann habe ich also auch, ich habe gemeint, ich kenne den einen vom anderen irgendwie auseinander. Schön. Aber ich weiß nicht, ob das gratuliere, das darf ich. Das darf ich als Laie. Herr Liebermann, Sie leben, wir haben, ich muss nochmal auf das zurückkommen, zum Teil doch immer noch in der Schweiz, eben nur relativ kurz. Aber das heisst doch eigentlich, jetzt abgesehen von Ihrem Sohn, der hier erzogen wird, dass Sie immer noch ein Verhältnis zur Schweiz haben, obwohl Sie in Hamburg aktiv sind, und zwar an sehr maßgebender Stelle. Ja, selbstverständlich, 100%. Man wird doch einfach nicht seine Heimat auf einen, nur weil man jetzt niemand anders schafft, heimatlos. Das ist klar, dass man das Verhältnis behalten. Da sind die Freunde, mit denen man in die Schule gegangen ist, da ist man einfach daheim. Das ist etwas ganz anderes. Ist für Sie Zürich mehr daheim heute als Hamburg? Für mich ist doch der Beruf entscheidend, nicht? Ja, selbstverständlich. Ich meine, der Arbeitsplatz ist dort wunderbar. Und den Arbeitsplatz habe ich ja in Zürich nicht gefunden. Aber, und darum bin ich ja nach Hamburg. Ich wäre ja sehr gerne als Zürcher Stadtteil, das hätte mich nur nicht wollen. Aber wenn sich das hätte vermeiden lassen, wäre die Emigration ja gar nie stattgefunden. Aber jetzt ist es halt so. Aber selbstverständlich ist man dort daheim, wo man eben einfach daheim ist und wo man geboren ist und aufgewachsen ist. Und Sie haben mir ein glänzendes Stichwort gegeben, unbeabsichtigt. Nämlich, man hätte mich gar nicht wollen, ich wäre ganz gerne hier geblieben. Am Stadttheater, jetzt also am Opernhaus. Ich komme gerade noch auf das, aber wie steht es denn mit dem Holzboden Schweiz, wo so oft angezogen wird? Wie viel daran stimmt und wie viel ist Letz? Ja, das ist also eine sehr komplizierte Frage und ein langes Problem, wo man da müsste sich ausbreiten darüber. Der Holzboden Schweiz ist einerseits ein Holzboden. Auf der anderen Seite müssen Sie also eins ja nicht vergessen. In einem Land, wo im Verhältnis zu seiner Bevölkerungsanzahl so eine grosse Anzahl erstklassiger Autoren in den letzten 30 Jahren rausgekommen sind, ob das jetzt also die einzigen deutschsprachigen Autoren, die es immer noch gibt, wie der Frisch und der Dürrematt sind, ob das der Frank Martin, der Konrad Beck und so weiter, auf dem musikalischen Sektor sind, da ist also auf dem Holzboden doch einiger Humus gelegen, sonst wären die Pflänzchen alle nicht gewachsen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist das nicht ein wichtiger Gesichtspunkt Kultur in unserem Land. Es ist also nicht wichtig, es ist nicht lebenswichtig, wie sagen wir einmal für die Österreicher die Wiener Staatsoper. Ich glaube, die Schweizer würden es nicht so schrecklich vermissen, wenn jetzt also ihre Theater und ihre Museen geschlossen wären. Das Verhältnis, wo es natürlich auch nicht ein sehr lang begründetes Verhältnis ist, denn in den grossen Theaterländern gibt es ja die Institutionen seit etwa 300 Jahren. Bei uns ist das Aktientheater vielleicht etwa vor 100 Jahren überhaupt erst gegründet worden. Es gibt also ein nicht sehr direktes Verhältnis von der Bevölkerung zu ihren Künstlern und zu ihren musischen Städten. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum man im Grunde genommen immer davon redet, es sei ein Holzboden.
Sie haben ja mal den Finger draufgelegt in Ihrer Eröffnungsrede, wo St. Galler Stadttheater aufgegangen ist, und haben dort zum grossen Schmunzeln, ich glaube von sehr vielen, die auf diesen verschiedenen künstlerischen Gebieten tätig sind und nach zugewandten Orten, gesagt, sei doch auffallend, der Bundesrat schicke zwar ein Telegramm, wenn jemand ein Ski-Abfahrtsrennen gewonnen hat, ein Schweizer oder eine Schweizerin, aber wenn der Frisch am Broadway einen grossen Erfolg hat oder der Dürermatt eine Uraufführung, und sie haben noch andere Namen genannt, dann bleibe ich das Telegramm aus. Und das haben sie doch, glaube ich, angedeutet, mit dem, was sie jetzt gesagt haben, dass wir nicht so vital, dass also das Kulturelle bei uns nicht die enorme Rolle spielt, wie eben zum Beispiel Wien. Ja, selbstverständlich. Es ist natürlich nicht wichtig, ob der Bundesrat das Telegramm schickt. Denn bis dann, bis nämlich der Bundesrat überhaupt auf die Idee käme, das Telegramm zu schicken, haben die, die für das Telegramm in Frage kämen, ihre Karrieren im Ausland längst gemacht und brauchen das Telegramm nicht mehr. Aber es ist trotzdem etwas, was aufgefallen ist. Also gerade zum Beispiel, wenn Sie das Beispiel St. Gallen nennen. Das ist doch ein säkulares Ereignis, wenn in einer Schweizer Stadt ein erstklassiges neues Theater gebaut wird, das wunderbar gemacht ist, das architektonisch stimmt, das einen ungeheuren Reiz hat und das doch für die Ostschweiz zweifellos ein Kulturzentrum ist. Dass dort, sagen wir, der ostschweizerische Bundesrat nicht anwesend ist, bei so einem Anlass, den ich wirklich säkular nennen möchte, dann wahrscheinlich geht es ja doch vielleicht nicht 100, aber 50 Jahre, bis wieder einmal ein neues Theater in der Schweiz gebaut wird. Da muss man sich natürlich dann schon wundern und da muss man ein paar böse Sachen sagen. Und die haben Sie auch gesagt und glaube ich mit grossem Echo. Ich möchte aber ganz gerne von Ihnen selber reden. Nicht so sehr vom Prophet im eigenen Land, da haben Sie alles nicht mehr nötig, da ist längstens hintere. Aber ein bisschen würde es doch auf das rauslaufen, denn Sie haben davon geredet, vom Zürcher Stadttheater. Es gibt Gerüchte, die sich hartnäckig halten. Sie gingen fort bei der Hamburger Staatsoper. Stimmt das? Ja, ich wollte im 73 zurücktreten. Dann habe ich 15 Jahre gemacht. Und dann ist, glaube ich, um ein Wort von Bruno Walter zu brauchen, der Kreis ausgeschritten. Übernehmen Sie eine neue Position? Nein. Ich möchte dann gerne wieder komponieren oder einmal ein bisschen Ruhe haben. Und ich habe dann, wenn ich es zusammenrechne mit Bero Münster und mit der NDR-Zeit, etwa 28 Jahre lang Kunst administriert. Und das ist einfach genug. Da muss man mal aufhören. Man muss auch den Jüngeren Platz machen. Es gibt ganz sicher grosse Umstrukturierungen im Theater in der ganzen Welt, besonders jetzt also in Westeuropa. Und man muss da, glaube ich, junge Leute anlassen, die das Verständnis für die Umstrukturierung haben. Die uns, die wir also nach den diktatorischen Intendant sehen, der Barockfürst in einem Theater, dass wir, wo wir eigentlich jetzt nicht mehr angehören, da kommen vollständig neue Konstruktionen raus. Und ich glaube, da müssen auch die Leute an, die zu dieser Generation, die die Umstrukturierung verlangt, eine direkte Beziehung haben. Ich habe noch eine Frage. Zurückblendend auf den Prophet im eigenen Land. Sie sind ja zweimal in New York gewesen. Einmal habe ich sie gesehen, verschiedentlich. Und ich bin unter dem Eindruck gestanden, sie übernehmen die Metropolitan. Und ich weiss, würde wahnsinnig gerne hören, ganz jetzt formell quasi, ist Ihnen die Arbeiter gewesen und haben Sie über die verhandelt? Ich habe mehrere Mal über die Met verhandelt, das letzte Mal im 67. Aber es ist dann einfach nie zustande gekommen. Ich habe natürlich gewisse Widerstände auch selber gegen die Met, die ich nicht verleugnen möchte. Das ist ein Theater, das rein aus privaten Mitteln finanziert ist. Und infolgedessen ist natürlich die Aufgabe von dem Menschen, der das Theater dann leitet, eigentlich doch vor allem eine Aufgabe, Geld aufzutreiben, auf Cocktailpartys zu gehen und diesen Damen $100,000 abzunehmen, damit man wieder eine neue Inszenierung machen kann. Während das deutsche Theater, auch das schweizerische Theater, ja eben von der Demokratie getragen wird, respektive also vom Steuerzahler finanziert ist und einem eine Dispositionsmöglichkeit lässt, die man dort gar nicht hat. Das ist mir durchaus klar. Dann kommen noch enorme Gewerkschaftsprobleme dazu. Also das kenne ich ja alles aus nächster Nähe. Mhm. Sie sind Intendant jetzt seit einer Reihe von Jahren, seit 1959 in Hamburg. Es ist, das darf ich sagen, das weiss man, sogar wenn man von Musik nur eine schwache Ahnung hat, wie ich, eins der bedeutendsten Opernhäuser, zum allermindesten von Europa, in einem gewissen Sinn wahrscheinlich das bedeutendste. Sie haben dort Uraufführungen gemacht,
wo maßgebend worden sind, beispielhaft. Sie sind als einige von wenigen Opern nach, ins Ausland auf Gastspiel. Nicht nur sind sie auf Gastspiel, sondern auch nach New York, was enorm schwierig, rein administrativ und finanziell ist. Und sie haben also kurz die Oper verlebendigt, in einem Sinn, wie es wahrscheinlich, so wie ich als Laie beurteilen kann, bei wenigen, wenn überhaupt bei irgendeiner anderen Oper der Fall ist. Frage, wäre etwas Ähnliches möglich gewesen oder ist es heute noch möglich in Zürich? Ja, das ist also eine sehr komplizierte Frage, weil es natürlich eine Frage ist, die das erste Mal eine Geldfrage ist. Es ist selbstverständlich, überall das Modell aufzubauen, an das ich gedacht habe, als ich das Haus übernommen habe. Nämlich ein Modell aufzubauen, das eigentlich ausgegangen ist von den Erfahrungen, die der Komponist gemacht hat. Nämlich also die Frage, wie stimmt das, was einem die Direktoren gesagt haben, wenn man moderne Opern geschrieben hat. Wie weit ist das Publikum erziehbar, wie weit ist das Publikum zu interessieren und wie weit kann man sich finanziell auf den Est rauslassen mit schlechten Abendkassen, weil ja das Publikum sehr reserviert ist den modernen Sachen gegenüber. Und wie weit kann man die schlechten Abendkassen durch ganz grossartige andere Aufführungen kompensieren. Infolgedessen ist die Frage, wenn Sie sie nicht direkt auf Zürich beziehen, sondern einfach ganz generell stellen, dann würde ich sagen, überall ist das Modell realisierbar. Am günstigsten Boden für das Modell ist selbstverständlich deswegen Hamburg gewesen, weil das eine Weltstadt ist mit einem ungeheuer liberalen Geist, wo einem völlige Freiheit lässt, wenn man dort schafft, wo überhaupt niemand, weder eine Kommission, noch irgendein Kulturdezernent, noch irgendjemand einem reinredet. Man hat die ganze Verantwortung, aber man hat auch die gesamten Möglichkeiten. Und man kann also, ohne dass man auf irgendeine Weise eingeschränkt wird oder durch Kommissionen beraten, die einem unter Umständen einschränken, ob schon man selber die Verantwortung dann nach außen muss tragen. Die Freiheit in Hamburg ist im Grunde genommen das, was wo das Modell, wenn wir mal sagen Modell, es ist ein bisschen unbescheiden, aber ich weiß jetzt kein anderes Wort, wo das Modell ermöglicht haben, wo wir dort kreiert haben. Sie haben gerade jetzt das Modell, wo könnte in anderen Städten verwirklicht werden und haben gesagt, wenn Sie von Zürich absehen, ich möchte jetzt aber mal nicht von Zürich absehen, sondern konkret von Zürich folgen. Nein, ich habe es einfach nicht, ich habe es nicht auf Zürich bezogen, weil es generell so ist. Es geht auch in Zürich. Es geht auch in Zürich. Selbstverständlich, es geht überall. Sie sind ja selber nicht einfach Komponist, sondern Sie sind spezifisch auch Opernkomponist. Und über das ganze Gebiet möchte ich mich eigentlich ganz gerne ein bisschen einlässlicher mit Ihnen unterhalten. Und ich nehme an, Frau Liebermann, Sie sind mir nicht böse, wenn die Männer so genannt sich jetzt quasi ins Rauchzimmer bzw. ins Arbeitszimmer zurückziehen. Mit Ihrem Einverständnis, Herr Liebermann? Ja, ich glaube, wir gehen da am besten durch den Gang, weil ich da ein paar Bilder habe, die auf Opern hinweisen, die ich vor Jahren geschrieben habe. Das wären also die Leonore 40-45, Penelope und die Schule der Frauen als letzte Oper, glaube ich. So ist es, ja. Da haben wir jetzt gerade ein paar Bilder von Kaspar Neher, der Kostümentwürfe gemacht hat zur Salzburger Erstaufführung, also der Salzburger Festspiele von der Schule der Frauen. Das sind Pastellbilder von ganz besonderem Charme. Leider ist der Kaspar Neher vor ein paar Jahren gestorben. Er ist sicher der bedeutendste Bühnenbildner gewesen, wo wir in den letzten 20 Jahren im europäischen Theater hatten. Sind die Kostüme dann noch, Herr Liebermann, so rausgekommen, wie sie entworfen worden sind? Ja, ja, natürlich, ja, ja, das ist klar. Da haben wir jetzt ein Bild von der Uraufführung von meiner ersten Oper, Leonore 40-45, wo in Basel uraufgeführt worden ist. Das Bühnenbilder sind damals vom Theo Otto. Basel ist ja für mich überhaupt eine der wichtigsten Städte geworden, weil ein Haufen Möglichkeiten von meinem Schaffen in Basel kreiert worden sind. Meine allererste Bühnenarbeit, ein Festspiel für den Satus, das ich mit dem Albert Irismann zusammen gemacht habe. Das ist der Kolumbus. Augenblick, Satus müssen wir schnell erklären. Das ist der Schweizerische Arbeiterturm und Sportverband. Wir hatten ein internationales Festspiel in Basel und dort ist das allererste Bühnenstück von mir erschienen. Und dann ist als zweites Bühnenwerk ist die Leonore im Basler Stadttheater uraufgeführt worden.
Und mein erster Film, nämlich die Musik zum DDT-Film von der Geige, habe ich auch für Basel gemacht. Das Stück hat also, da die Eleonore hat ja unendlich viele Skandale ausgelöst, wo das Stück das erste Mal in Berlin kam, nachdem es in Basel eigentlich Erfolg hatte, hat mich am Schluss, als ich vor dem Vorhang eine Chordame aufgehebt und gesagt, gehen Sie um Gottes Willen nicht raus, und es wird ganz grauenhaft. Und es ist dann auch grauenhaft geworden. Und wieso das? Ja, sie haben gebaut und tobt. Das ist ein Stück, das politisch in den 52, wo es rausgekommen ist, einfach noch zu nahe war am Krieg. Ein Stück, das sich gedreht hat um die französisch-deutsche Verständigung, wo die Franzosen französisch und die Deutschen deutsch gesungen haben. Ah, ja. Und wo also ungeheure Skandal ausgelöst hat. Der allergrößte in Mailand. Ich war damals sehr stolz, dass ein Jahr nach der Uraufführung in Basel das Stück an der Scala rausgekommen ist. Das ist auch schön, ja. Und das hat mich also sehr gefreut. Es hat mich dann nachher nicht mehr so gefreut, als es dann rausgekommen ist. Es war zwar eine sehr schöne Aufführung, aber es hat also einen derartigen Skandal gegeben in der Pause schon, dass man gedacht hat, es ging einfach nicht mehr weiter. Und am Schluss, da ist der Chef vom Haus, der Sovereintendent Giringelli, und hat gesagt, ihr müsst also mindestens 5 Minuten vor Schluss müsst ihr auf die Bühne, ihr habt einen weiten Weg, wenn ihr euch verbeugen wollt. Sonst kommt ihr zu spät, denn bei diesem Stück und beim modernen Stück überhaupt wird an das Gala ja sowieso nicht festgeklatscht. Und mein Librettist und ich, der Dr. Strobel, sind dann gerannt, kurz vor Schluss, und sind auch auf die Bühne gekommen. Aber dann ist etwas passiert, was ich im Theater noch nie erlebt habe. Nämlich eine Beerdigung erster Klasse, in der überhaupt niemand geklatscht hat. Es hat sich keine Hand gerührt. Es war totenstill. Die Leute sind ohne eine Bewegung zu machen mit den Händen aus dem Theater gegangen. Und nur etwa 10 Freunde von mir, die aus Zürich dabei waren, haben also versucht, am Anfang ein bisschen zu klatschen und haben es dann also nach kurzer Zeit auch aufgegeben. Trotzdem ist dann als Kritik im Corriere della Sera als Überschrift in der Kritik gestanden, «Gli applausi erano importati da Zurigo». Und das ist genau das. 10 sind also eine kleine Ja, es hat nicht gelangt. Nicht gelangt. Herr Liebermann, was macht man, wenn man so im Stich gelassen wird? Das ist doch hart zum Verdauen und Verkraften. Ja, man schreibt als nächstes Stück und hofft, es geht besser. Das ist dann das Nächste gewesen. Das ist dann 1954 an den Salzburger Festspielen nur aufgeführt worden. Das war Penelope. Das war der Deckvorhang bei der Penelope. Das zweite, das dritte und das vierte Bild. Und das ist dann eigentlich dort sehr gut gegangen. Da haben wir eigentlich relativ Glück gehabt. Und das hat auch die Schmerzen von dem Durchfall an der Scala wieder einigermaßen ausgemerzt. Und dann sind wir da bei einem Bild, das bei der Uraufführung von der Schule der Frauen in New York das Bühnenbild war. Diese Aufführung damals hat mir ja das große Privileg verschafft, Sie, Herr Gautschi, kennenzulernen. Danke vielmals. Am Tag vor der Premiere haben Sie mich damals, als damals noch in Ihrer Eigenschaft für Büro Münster, haben Sie ein Interview gemacht bei mir im Hotelzimmer. Das ist reizend, dass ich mich an das erinnere. Sie haben offensichtlich ein glänzendes Gedächtnis und ich nehme an, das gehört auch zum Beruf. Ja, Sie sind natürlich damals sehr freundlich mit mir gewesen. Ich erinnere mich noch, dass wir vor der Premiere also sehr vergnügt und optimistisch gewesen sind. Und nach der Premiere, als ich Sie da wieder gesehen habe, sind wir dann eher ein bisschen traurig gewesen, weil nämlich diese Premiere auch wieder schief gegangen ist. Sie sehen, man macht an sich als Komponist Karriere mit seinen Durchfällen. Es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Damals, erinnert sich vielleicht noch, hat der Kritiker von der New York Herald Tribune den schönen Satz prägt: When I came home, I was happy to hear the sound of my typewriter. Und hat damit also das, was... Als ich zurückgekommen bin, darf ich schnell übersetzen, bin ich froh gewesen, dass ich den Klang von meiner Schreibmaschine gehört habe. Ja. Und so ist es damals ausgegangen, aber dann wieder anderthalb Jahre später ist dann das gleiche Stück ja in Salzburg an den Festspielen rausgekommen und dort ist es dann wieder gut gegangen. Aber ich hatte dort so Angst vor dieser Premiere, dass ich an dieser Premiere nicht anwesend war,
sondern mit meinem Bühnenbilder, dem Kaspar Neher, der es auch gehasst hat, bei Uraufführungen dabei zu sein, im Café Bazar gesessen bin und am Schluss dann gerufen wurde, bin, es sei jetzt fertig, wir sollen jetzt kommen, uns verbeugen. Ja, das glaube ich, dass man da in einer unheimlichen Spannung ist, besonders wenn es eben die Aufs und Abs gegeben hat. Ja, ja. Darf ich fragen, sind wir jetzt sind wir in Ihrem Arbeitszimmer? Jetzt sind wir in meinem Arbeitszimmer, ja. Und da können Sie wahrscheinlich nicht mehr sehr viel ahnen, oder? Ich leider sehe nicht, einen Flügel, nein. Ist der noch benutzt, aber eben nicht sehr oft? Nein, der Flügel wird eigentlich nie benutzt. Mein Klavierspiel ist sowieso jämmerlich. Mein Verleger hat mir einmal, wenn wir heute ein Stück vorspielen, damit es niemand angenommen wird, immer verboten, selber zu spielen. Weil er gesagt hat, du entstellst deine Stücke so, also, mit deinem miserablen Klavierspielen. Ja, da haben Sie aber etwas gemeinsam mit dem Schiller, den man ja auch nicht gerade verboten hat, aber der seine eigenen Stücke, wenn er sie gelesen hat, sind sie auch ein kompletter Reinfall gewesen. Das mögen sich vielleicht. Ja, es gibt ja Leute, die fantastisch verkaufen, wie zum Beispiel der Pauli Burkhardt. Und dann gibt es wieder Leute, die das also nicht können, zu denen gehöre ich. So. Ja, na, also Sie haben sich jedenfalls über das, glaube ich, kaum zu beklagen. Ich hätte eigentlich noch eine Frage gehabt, aber vielleicht ist die gar nicht so wichtig. Sie sind doch auch Dirigent und da haben Sie wahrscheinlich eine Reihe von Partituren und lesen Sie noch andere Partituren? Ja, ich muss ja dauernd professionell Partituren lesen, nämlich es werden ja unendlich viele Opern geschrieben. Und die werden ja alle eingereicht zum Spielen und also mit Partituren beschäftige ich mich natürlich professionell am laufenden Band und immer. Wie komponiert man eigentlich, oder ich sollte vielleicht besser sagen, wie komponieren Sie, Herr Liebermann? Spielt sich das, ich als Laie weiss es eben nicht, und ich glaube viele Zuschauer auch nicht, spielt sich das alles völlig im Kopf ab? Man hört innerlich, was man schreibt, und schreibt einfach Noten? Oder sitzt man ans Klavier, oder geht man vom Schreibtisch hin und her? Wie geht das zu? Ja, das ist also ganz verschieden. Also generell kann man es nicht beantworten. Es gibt der Komponist, der wie im 19. Jahrhundert in der Romantik im Wald spazieren geht und dann fällt ihm ein grossartiges Stück ein und das schreibt er dann nachher, wenn er heimkommt, auf. Diese Art von Komponieren gibt es im Grunde genommen nicht mehr. Im Grunde genommen ist das Komponieren heute ein intellektueller Vorgang, der sich am Schreibtisch abspielt und wo also fast unter, ich würde sagen, 95% der Komponisten arbeitet zweifellos intellektuell, mathematisch zum Teil und nicht mehr mit dem sogenannten ein Melodie pfeifen und dann ist das dann die Grundlage zu einem Stück. Ich in meinem Fall habe das sowieso nie können. Ich habe nie können ein Melodie einfach erfinden. Bei mir ist das Kreieren von einer Melodie bereits eine geistige Arbeit gewesen. Das heisst, ein Vorgang, der mir nicht zugeflogen ist, der mir nicht geschenkt worden ist, sondern einen richtigen Arbeitsprozess, wo ich also ausprobiert habe, wie baust du jetzt deine Intervalle, damit eine Melodie entsteht. Eine Melodie im Sinn von der modernen Musik natürlich. Eine andere Melodie kann man heute gar nicht mehr kreieren, weil sie sowieso schon komponiert worden ist vorher von irgendjemand anderem. Und dann, dem sagt man dann, er hat seine Einfälle gestohlen. Darf ich etwas fragen, ja. Wenn Sie eine Partitur in die Hand nehmen, eventuell auch eine ganz moderne, hören Sie denn, was Sie lesen? Ja, ich sollte schon. Ich meine, wenn ich eine ganz moderne, also von einem heute avantgardistischen Komponist anschaue, höre ich es nicht mehr, weil ich einfach über diese Zeit hinweg bin. Bei mir hört die Zeit, wo ich etwas davon verstanden, im Grunde genommen mit Webern, Berg, Schönberg, Stravinsky auf. Die absolut vornliegende Avantgarde kann ich nicht mehr lesen. Da muss ich mir vom Komponist erklären lassen, was er gemeint hat. Weil sie ja natürlich auch heute ganz neue Schriftzeichen gibt. Es gibt ja ganz eine neue Orthographie beim Komponieren. Es gibt Grafik, die man nicht mehr verstehen kann, wenn man sich nicht ganz direkt und intensiv damit befasst hat. Wenn Sie Musik hören, sieht das auch klassische oder sieht es moderne, sagen wir bis zu Webern oder Berg und so weiter. Verbinden sich denn bei Ihnen beim Losen Bilder, zum Beispiel abstrakte Bilder, irgendwelche visuelle Vorstellungen? Oder hören Sie ganz einfach ohne irgendeine visuelle Vorstellung? Ja, ganz ohne visuelle Vorstellung. Nein, nein. Es sollte auf jeden Fall ganz assoziationsfrei sein, denn das ist ja Musik an sich auch. Musik will ja gar nicht Illusionen erwecken oder irgendwelche Assoziationen auslösen. Ausser sie hat, ich kann es nicht so generell sagen, es gibt selbstverständlich Programmmusik, die das will. Aber moderne Musik und
Musik von Autoren, wie Sie vorhin erwähnt haben, sind natürlich intellektuelle Gedankenspiele, sind Schöpfungen, die unter keinen Umständen Assoziationen, direkte Assoziationen, also bildhafte Assoziationen. Ich meine eigentlich abstrakte. Ich habe mal Fantasia gesehen, Sie mögen sich an Fantasia erinnern vom Disney. Dort hat er gegenständliche Sachen gemacht, das habe ich grässlich gefunden. Ja. Dann hat er aber abstrakte gemacht. Und da habe ich gefunden, Bach, ja. Da habe ich gefunden, so muss es sein für jemanden, der sehr musikalisch ist, ein voll ausgefüllter, ja, wie nennt man das? Also, ja, jetzt fehlen mir die Ausdrücke. Also, vollständig erlebt. Während ich, der also nicht so musikalisch bin, das nicht so vollständig erlebe, wenn ich nur höre. Aber das ist beim Musiker ist, und beim Musikfreund ist es offenbar so, der braucht das gar nicht. Hat auch keine abstrakten visuelle Vorstellungen. Ich würde sagen, jeder Vorgang auf dem Gebiet ist legitim, Herr Gatschi. Ihren ist legitim und ein völlig abstrakter Vorgang ist legitim. Selbstverständlich löst Musik Emotionen aus, in irgendeiner Art. Aber ich glaube nicht, dass sie so direkt sind, wie sie jetzt geschildert worden sind. Sie sind viel indirekt, das sind seelische Emotionen, die ausgelöst werden, die dann selbstverständlich auch rein individuell sich beim einen oder beim anderen in Bildern auflösen können. Sie haben als Stichwort erwähnt Webern, glaube ich, Webern haben Sie genannt, Schönberg, Berg und so fort. Sie sind selber Zwölftonmusiker, aber wenn es da nicht in Detail geht, Sie haben Zwölftonmusik vielleicht flexibler gestaltet, Sie haben sie ausgeweitet. Aber für die ganz avantgardistischen Musiker heute ist das ja bereits Opas Musik. Sie sind mir nicht böse, wenn ich das so nenne. Das ist völlig richtig. Und dann hat es auch schon die konkrete Musik. Konkret ist ja auch schon Opas Musik für die. Aber ich würde Sie jetzt doch eigentlich bitten, einmal schnell zuzuhören, wenn ich darf. Ja. Ich will, dass wir einen Moment lang das hören. Ich glaube, ich weiß, oder vielmehr Sie wissen, was ich damit sagen will. Sie haben geschrieben, ganz eine kurze Symphonie des Échanges, das war für die Expo 64 für einen bestimmten Pavillon. Und das Stück heisst Konzert für 156 Maschinen. Das ist doch eigentlich schon etwas in der Richtung von der konkreten Musik. In dem es ist in dem Augenblick, wo Sie es von der Schallplatte spielen, ist es sogar konkrete Musik. Aber gemeint ist es natürlich nicht als konkrete Musik gewesen, sondern es ist ja live gespielt worden. Also die Maschinen sind auf einem Podium aufgestellt in Lausanne. Und, das habe ich nicht gewusst. Sind auf einem Podium aufgestellt und sind dirigiert von einem Computer. Und der Computer hat den einzelnen Maschinen, nämlich den 156 Maschinen, ihre Einsätze gegeben. Selbstverständlich, das ist natürlich wieder typisch gewesen, wo der Bundesrat kam, auf einer Besichtigung von der Expo oder das Stück in dem Pavillon, ist selbstverständlich alles abgestanden, es ist nichts gegangen, die Maschinen sind stehen geblieben. Und man hat dann erstarrt wahrscheinlich, ja. Erstarrt vor Ehrfurcht, meinen Sie? Ja, der Tengeli hat dann eben, Gott sei Dank, gespielt. Und dann haben wir also lang müssen suchen und haben dann festgestellt, dass die Ratten vom Genfersee die Isolationen gefressen haben, die unter dem Podium waren. Und infolgedessen haben wir noch Kurzschluss gehabt. Und dann hat man also neu isoliert und dann ist es dann wieder gelaufen. Das war eine lustige Arbeit, die etwa 7 Monate gedauert hat, mit einem Haufen Elektroniker zusammen, Dr. von Balmos und der Hans-Jörg Pauli hat geholfen und eine ganze Anzahl Leute haben geholfen bei dem Stück, wo dann am Schluss nur 3 Minuten war, wo aber natürlich nur realisierbar ist im Rahmen von so einer Ausstellung, weil sonst einfach die Mittel für so ein Stück gar nie auftrieben werden können. Schon das Mieten vom Computer ist ja, wie Sie wissen, ein teures Unternehmen. Ich darf hier noch etwas dazu sagen. Ich möchte nämlich später noch einmal darauf zurückkommen. Ich habe das daheim ein paar Mal gelost. Und man hat mir davon erzählt, natürlich. Und die Leute nehmen das amüsiert zur Kenntnis. Es ist leicht, es ist heiter und alles Mögliche. Aber ich muss sagen, mir gefällt das ganz außerordentlich. Und es ist für mich, vielleicht begreifen Sie das, viel leichter verständlich als Ihre Musik, sagen wir mal, die chinesischen Liebeslieder oder sogar Schule der Frauen. Und zwar glaube ich, weil da ein sehr deutlicher Akzent auf dem Rhythmus liegt. Auf das möchte ich später noch zurückkommen. Ich möchte jetzt aber etwas anderes ganz generell einfach in Diskussion werfen.
Die moderne Musik, ich glaube, da sage ich, weiß Gott nicht Neues, ist für die breite Öffentlichkeit, sogar die Musikinteressierte, schwer zu verstehen. Sie kommt einem esoterisch vor. Sie ist vielleicht sogar, ich glaube, ich gehe nicht zu weit, oft so, besonders die ganz avantgardistische, dass sie im Grunde eigentlich nur für Eingeweihte ist. Und man hat das Gefühl als Laie, da schreiben im Grunde Fachleute für Fachleute. Und das Publikum müsste noch entweder mit Zuckerbrot oder Peitsche oder beidem im Konzertsaal treiben werden, indem man das als besonders anpreist, also mit einem Seitenblick auf den Snobismus, man muss mitgehen etc. Aber das Verständnis ist also an einem kleinen Ort. Muss das eigentlich so sein, dass die moderne Musik, ich nehme sie jetzt generell, dass die so schwer zu begriffen ist für die Laie? Oder ist es nicht am Ende so, dass da einfach irgendetwas nicht ganz stimmt? Ja, Herr Gatsch, ich meine, ich muss jetzt mit ein paar Klischees antworten. Muss es sein, dass man auf den Mond fliegt? Ich meine, es ist selbstverständlich. Nein, aber das versteht jeder. Ja, gut, weil er es schauen am Fernsehen. Sonst versteht er es auch nicht. Wie das vor sich geht, versteht er ja auch nicht. Es ist natürlich so, es hat jede neue Epoche, die ihre zukünftigen Komponisten kreiert hat. Ich sage unter zukünftig im Zusammenhang vom Verständnis vom Publikum. Jede neue Epoche hat selbstverständlich das Publikum abgeschreckt. Das hat, der Wagner hat das Publikum abgeschreckt. Wenn Sie an, die, an gewisse Beethoven-Quartette denken, die werden heute vom Publikum noch nicht verstanden. Wenn Sie noch weiter gehen wollen, ich werde heute die Behauptung aufstellen, dass, sagen wir zum Beispiel, die Kunst der Fuge von Bach auch nur von einer Elite verstanden wird und dass es nur ganz, ganz wenige Leute gibt, die zum Beispiel so ein Stück Vierstimmig überhaupt hören können, weil sie nämlich einfach die vier Stimmen im Laufe von wenigen Takten verloren haben und sich auf die Melodieinstrumente beschränken. Die aber darf ich schnell unterbrechen? Es ist ja, ja bei einem Bach auch nicht nötig, dass ich also gewissermaßen Dramaturgie, also das technische Verstand. Ich habe im Weber nicht nötig, Herr Gatschi, ist genau das Gleiche. Sie müssen einfach offen sein, um sich von dieser Welt ansprechen zu lassen. Und dann geht es. Es verlangt ja von Ihnen und vom Hörer niemand ein intellektuelles Verständnis oder ein Verständnis für Konstruktion. Sondern das, was verlangt wird, ist im Grunde genommen nichts anderes, als was immer verlangt worden ist vom Musikhörer. Dass er sich weit aufmacht und bereit ist, sich hinreissen zu lassen und nicht mit einer intellektuellen Skepsis daran geht, die durchaus nicht dem ganzen Medium entspricht. Aber sind Sie doch nicht ein bisschen vielleicht doch Parti pris? Indem doch eigentlich, ich kann mal sagen, Tonalität während der letzten 200 Jahre das Maßgebende war. Das ist das, was wir verstehen, in Anführungszeichen. Also das, was wir, ohne dass wir es müssen, dass wir darüber lesen müssen oder dass wir es müssen erklären müssen, dass, wo wir ohne weiteres aufnehmen können. Also Zeit bis über einen Wagner, zum Wagner, über einen Wagner raus eventuell. Und dann hat also die Tonalität grosso modo vielleicht aufgehört. Und dort hat es einen Einschnitt gegeben. Für, glaube ich, uns Laien alle, indem dann nachher die Tonalität aufgegeben worden ist. Und von denen weg ist es eigentlich besonders schwer geworden. Ich glaube nicht an den Einschnitt, Herr Gatsch. Ich glaube es einfach nicht. Schauen Sie, es ist doch so, ein Stück vom Schönberg, sagen wir doch erste Variationen, oder irgendein Stück, das in den letzten 30 Jahren geschrieben worden ist, wo ein unheimlicher Schocker war, der rausgekommen ist. Nehmen Sie «Sacre du Printemps» von Stravinsky, das heute ein selbstverständliches Stück ist. Diese Stück, wenn wir sie jetzt hören, zeigen ja eine ganz eindeutige Kontinuität zur Wiener Klassik. Sie haben im Augenblick, wo man sie gehört hat, wo sie rausgekommen sind, hat man das Gefühl gehabt, es ist ein vollständiger Bruch in der Entwicklung. Es fußt auf nichts mehr, was in der Vergangenheit gegolten hat. Es ist ein totaler neuer Weg. Wenn Sie die gleichen Stücke heute hören, wo also 30 Jahre zurück, sagen wir zum Beispiel nicht zwölftönig, aber doch völlig atonal, ein Wozzeck, dann ist doch plötzlich die Kontinuität von Mahler, von Brahms, wenn Sie wollen, vollständig durchhörbar, auch für einen heutigen Hörer. Und das sind jetzt 30 Jahre und so ist es eigentlich immer gewesen. Es hat doch niemand den Tristan verstanden, als er rausgekommen ist. Und der ist ja eigentlich der Urquell aller ihrer Qualen, Herr Gatschi. Nämlich mit dem Tristan fängt es ja an, das Verlassen von dem Boden, auf dem man sich so heimisch fühlt. Darf ich anders argumentieren? Und Sie wissen, das ist also
wie sagt man dem, for the sake of the argument hauptsächlich, mhm, und zur eigenen Erleuchtung, denn ja, ich und ich glaube viele Zuschauer haben nicht so oft Gelegenheit, von einem Komponist selber zu hören, wie es eigentlich ist. Aber mhm, mir als Laie kommt es so vor, wie wenn es zwei breite Ströme gibt. Mhm. Das eine wäre die seriöse Musik, die jetzt also ganz in eben Penderecki und Kagel und mhm, Stockhausen vielleicht noch mhm, vorher etc. mündet oder, sie, mhm, oder gipfelt, wie man das nennen will, mhm, wo zunehmend schwerer verständlich, schwerer aufnehmbar ist für das Publikum, auch meistens ohne oder mit sehr wenig Publikum spielt. Und es gibt einen anderen breiten Strom, der Jazz und alle seine Folgeformen und vielleicht auch die Vulgarisierung davon, der Pop, der Beat etc., wo ohne dass er muss, die Leute sich also muss also ringen geradezu, einfach das spontane Verständnis oder das spontane Zuneigung von breitesten Publikumskreisen erreicht, der Siegeszug antreten hat durch die ganze Welt. Und da sind zwei breite Ströme für mich, wo doch irgendetwas aussagen, nämlich, dass etwas letzt gegangen ist. Mir kommt es fast vor, wie wenn die ganz moderne, die avantgardistische Musik, die sie selber ja nicht schreiben, einfach überhaupt nicht mehr zu verstehen ist für die Laie. Und eigentlich, also die seriöse Musik neu mehr durch, in eine Sackgasse gelangt ist, denn letzten Endes will ja der Komponist doch zu einem Publikum reden und nicht nur in der eigenen Stube Musik machen. Ja, nur ist es also so, ich würde die Trennung von seriöser und Unterhaltungsmusik schon ungern machen, weil ich ja meine, dass es nur gute und schlechte Musik gibt und auf dem Unterhaltungssektor ganz hervorragende Musik kann geben und auf dem sogenannten seriösen, wie sie sich ausgedrückt haben, ganz miserable. Es gibt also eigentlich nur gute und schlechte. Der Jazz an sich gehört selbstverständlich, wenn er eben gute Musik ist, genauso in die seriöse oder unseriöse Musik rein, wie irgendein Strichquartett. Der Jazz ist deswegen für das Publikum verständlicher, weil seine rhythmische Basis verständlicher ist. Die Schwierigkeiten heute für den Hörer liegen ja darin, dass das rhythmische, die rhythmische Basis nicht mehr erkennbar ist bei einer sehr modernen Komposition, weil sich die Rhythmik bereits auch einbezieht in die thematische und in die serielle Verarbeitung. Und weil der Rhythmus unklar ist oder schwer verständlich, viel komplizierter als bisher, ist eine Hörschwierigkeit entstanden, die der Jazz nicht hat, weil er auf einem rhythmischen Boden steht, nämlich auf dem Viervierteltakt. Sie haben ja, pardon? Bitte. Sie haben ja eigentlich selber ein bisschen mehr auf das, was für mich ein bisschen glatt ist, Sie verstehen das, geführt, respektive einen Hinweis gegeben, dass Ihnen selber das keineswegs unbekannt ist. Das die Fragestellung von dem Dualismus, seriöse Musik und Jazz oder rhythmisierte Musik andererseits. Denn darum habe ich ja auch mit Vergnügen, dass die kleine Symphonie des Échanges gespielt, weil eben der Rhythmus dort für mich und vielleicht für viele andere leichter verständlich macht. Und sie haben schließlich auch ein Konzert geschrieben für Jazzband und Symphonieorchester. Auch dort sieht man doch bei Ihnen selber eindeutiges Bemühen, die beiden breiten Ströme in eine Verbindung mindestens wieder zu bringen. Ja, nun ist das Konzert für Jazzband und Symphonieorchester ja gar nicht so ein besonders originelles Stück, weil natürlich solche Versuche ja im Barock und sogar in der Wiener Klassik bereits gemacht worden sind. Nämlich der Versuch, und das ist das, was mich an dem Jazzkonzert interessiert hat, der Versuch, Tänze aus der Zeit zu verarbeiten im Rahmen von einem symphonischen Stück. Es gibt selbstverständlich in allen Bach-Suiten lauter Tanzformen. Es gibt in der Wiener Klassik eine unendliche Menge von Tanzformen, die einbezogen worden sind in die symphonische Literatur. Damals hat es die Trennung nämlich noch nicht so gegeben, wie man sie jetzt immer anstellt. Damals hat man halt ein Gavotte, ein Gigue, ein Menuet einbezogen in eine Suite. Und das ist ganz natürlich und ganz selbstverständlich. Und die Frage, die sich dann erhoben hat, ist nur, wie sind sie einbezogen worden? Wie hat der Komponist sich mit diesen Themen und diesen Rhythmen auseinandergesetzt? Aber an sich ist das eine uralte Erscheinung, dass man die Volksmusik, die Tanzmusik der Zeit in die Symphonik einbezieht. Ja, aber seit vielleicht 50 Jahren oder
Also man will Bartok vielleicht noch auslassen, aber sagen wir mal, seit 30 Jahren ist es doch nur noch die Ausnahme. Oder man nimmt Volksmusik, die man in die sogenannte seriöse Musik aufnimmt, als Motiv oder als Stilelement. Ich möchte aber noch etwas anderes fragen. Wie stellen Sie sich zu folgender These? Dass die heutige autonome Musik letzten Endes, dass die Schwierigkeit eben von der Schwierigkeit vom Verstehen oder vom Aufnehmen vom Hören vielleicht im letzten Grund damit zu tun hat, dass die heutige seriöse Musik eigentlich funktionslos geworden ist. Früher hat es Höfe gegeben, es hat Kirchen gegeben. Die Musik hat dort eine ganz bestimmte Funktion gehabt, während heute der autonome Musiker einfach für sich und, wenn ich es mal ein bisschen leichtfertig sagen darf, zu seinem eigenen Amüsement, zu dem von seinen Freunden komponiert, ohne einen bestimmten Zweck, ohne auch einen bestimmten Auftrag, ich meine gesellschaftlichen Auftrag, es kann schon ein direkter sein, natürlich. Wenn dann früher eben die Musik Auftragsmusik war, Kirche, Höfe und so weiter, und die Funktionalität also ganz wesentlich war, liegt nicht auch hier dran doch eine Schwierigkeit? Ja, ich glaube es also nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Komponist einfach im Elfenbeinturm sitzt und sich um sein Publikum nicht kümmert. Der Komponist hat nur eine Chance, dass das Publikum in 10, 20 Jahren ihm genauso folgt, wie sie in der Vergangenheit war. Also ich glaube nicht daran, dass man am Publikum vorbei komponiert. Selbstverständlich ist die soziologische Situation des Komponisten völlig verschieden von der vom Haydn und vom Hofmusiker überhaupt. Die Auftragswerke dort sind selbstverständlich aus der Schatulle vom Herzog, vom König, vom Kaiser gezahlt worden. Heute werden die Auftragswerke selbstverständlich finanziert von der Demokratie, das heißt entweder von den Hörergebühren vom Radio oder vom Fernsehen oder dann in den Theater durch Steuergelder, die Subventionen ermöglichen. Und mit dieser Subvention kommen die Stücke dann raus. Also es haben sich selbstverständlich die Situationen geändert und es haben sich selbstverständlich die Aufgabengeber geändert. Aber die Funktionen sind eigentlich die gleichen geblieben. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, eine andere. Man wendet sich heute an eine ungeheure Masse von Menschen, weil ja die Stücke alle auch über Massenmedien verbreitet werden. Während man sich früher an eine Elite gewendet hat. Und die Elite hat sich alle Mühe gegeben, zu verstehen, was der Komponist geschrieben hat. Ich würde noch ganz gerne ein bisschen vom Intendant reden, denn das hat ja bei einer Oper natürlich eminent mit Musik zu tun. Das ist gar kein Zweifel. Und ich glaube, es ist auch kein Zweifel, und Sie sind wahrscheinlich der Letzte, wo das bestritten wurde, man redet von der Krise der Oper. Kann sie noch leben? Ist sie noch lebensfähig? Wie soll sie lebendig gemacht werden? Sie haben eine Reihe von Aufträgen erteilt, um ihr Teil wahrhaft dazu beizutragen, dass sie eben lebendig bleibt oder wieder wird, sofern sie es nicht mehr ist. Aber die Krise der Oper ist, glaube ich, unbestritten. Und es gibt ganze Ausgaben von Musikzeitschriften, die sich mit diesem Thema befassen. Ich habe eine gelesen. Und Sie selber haben sich ja auch dazu geäußert zu dieser Krise der Oper und haben geschrieben: Die Krise der Oper ist vor allem eine Krise des Librettos, so sagen Sie. Während die Opernkomponisten vergangener Jahrhunderte Handlung und Inhalt ihrer Werke häufig in der Gegenwart suchten und sich mit den Interessen und Anliegen ihrer Zeit, ja sogar der aktuellen Politik, auseinandersetzten, weicht die moderne Oper gerne diesen Problemen aus. Flieht den Sprengstoff der Gegenwartsnähe und retiriert sich vorsichtig auf den gesicherten Boden klassischer und romantischer Dramen und Stoffe. Und dann sagen Sie noch etwas, wie die Runde. Der Komponist, Sie meinen der Opernkomponist, behandelt Probleme von gestern mit der Sprache von morgen. Aber stimmt das tatsächlich? Liegt es wirklich nur am Stoff, nämlich am Libretto? Und liegt es nicht eben auch an der Sprache? Darf ich mal wissen, von wo das ist, das Zitat? Keine Ahnung mehr, wann ich das geschrieben habe. Ich glaube, das ist aus der Zeitschrift Musik der Zeit, wo eben um die Opernkrise um eine Reihe von Kritiker, Komponisten, Intendanten. Das muss aber längere Zeit her sein, dass das geschrieben ist. Weil das Datum kann ich nicht ganz sagen. Es mag eben 62 oder 63 sein. Ja, eben. Es muss also länger her sein, weil ich eigentlich erstens mich nicht erinnere an das, was ich da geschrieben habe, und zweitens es einfach nicht gut finde. Es ist einfach so. Gratulieren zu Ihrer Offenheit. Es stimmt halt nicht. Es stimmt auf jeden Fall nicht mehr.
Problem liegt jetzt ganz anders. Problem sind die. Erstens habe ich den Pessimismus teile ich nicht, denn es ist noch nie eine Kunstform dann gestorben, wenn sich alle Komponisten mit dieser Kunstform beschäftigen. Solange also auf der schöpferischen Seite das Interesse an dieser Kunstform weiter existiert, so lange kann die Kunstform auch nicht sterben. Denn nur von dort her kann man ihr den Todesstoß versetzen. Wenn jetzt aber neue Wege gesucht werden, das musikalische Theater neu zu beleben, neue Ansatzpunkte zu finden, also beispielsweise wegzugehen von der Guckkastenbühne, das Publikum einzubeziehen in die Vorgänge, die auf der Bühne oder im Zuschauerraum oder im Foyer stattfinden, dann sind das Umstrukturierungen von dem, was sagen wir, die letzten 100 Jahre betrieben worden ist, nämlich ein Orchestergraben und eine Bühne. Pardon. Jetzt ist das nicht mehr. Jetzt versucht man also eventuell durch neu zu konstruierende Theater oder im Rahmen von den existierenden Theater durch Einbeziehung von Zuschauern, Foyer, Eingang und was weiß ich was, das Publikum in die Aktion einzubeziehen, also mitwirken zu lassen. Und das ist eine Entwicklung, die zweifellos zu einer Umstrukturierung vom üblichen Begriff Oper führt. Ich würde sagen, zu einem neuen Begriff führen, den man eventuell mit dem Musiktheater könnte umschreiben, wenn man das so will. Aber Herr Liebermann, darf ich Sie hier unterbrechen? Mhm. Sie vertreten jetzt einige Thesen, die der Boulez fast ähnlich vertreten hat. Und sind das nicht doch letzten Endes Äußerlichkeiten? Kunst doch nicht letzten Endes, das ist nämlich die These, die Sie selber vertreten haben in dieser Kontroverse mit dem Boulez, nämlich, wo Sie ihm gesagt haben, er hat gesagt, man sollte Opernhäuser in die Luft sprengen. Und Sie haben gesagt, es liegt gar nicht an den Opernhäusern, nämlich an den etwas alten Opernhäusern mit Orchestergraben und das Publikum nicht einbezogen. Man könnte durchaus das Publikum auf die Bühne setzen, etc. Das ist nicht das Problem. Sie haben gesagt, selbst mal das Problem sind die Stücker. Und da möchte ich eigentlich einhängen und fragen, das, was Sie doch anstreben als Opernkomponist, vielleicht auch als Intendant, jedenfalls als Musiker, nämlich, dass die Oper sich mit gegenwartsnahen Stoff befasst, das hat ja eigentlich der Musical bereits seit längstem gemacht und mit großem Erfolg. Und Sie haben gerade vorher gesagt, Sie wollen nicht trennen zwischen sogenannt seriöser und Unterhaltungsmusik. Also warum braucht es denn überhaupt noch eine Oper? Es gibt West Side Story, das ist absolut ein Gegenwartsstoff. Das hat man mit Leichtigkeit über Trampen gebracht. Das hat einen riesigen Erfolg. Das ist verfilmt worden, auch mit Erfolg. Es gibt Porgy and Bess, es gibt Of Thee I Sing, wo sich mit einer Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten befasst, ein hoch erfolgreicher Musical, South Pacific und so weiter. Das ist doch eigentlich Musiktheater unserer Zeit. Los. Warum braucht es denn noch eigentlich, ich mache ein bisschen wieder einmal Advocatus Diaboli, warum braucht es denn eigentlich mit enormem Aufwand noch eine Oper, wo man den Leuten muss irgendwie dann krampfhaft mundgerecht machen? Ja, da kann ich nicht aufhören. Darf ich noch schnell etwas beifügen? Etwa, mir kommt es so vor, und Sie verstehen, ich rede als Laie, Verdi, Puccini etc., das sind doch eigentlich Musicals ihrer Zeit gesehen. Da hat jeder Ausläufer, heute noch in Italien, ist glatt im Stand, Verdi-Musik, Arien zu pfeifen auf dem Velo oder auch zu Fuß. Das hat die breiteste Wirkung gehabt. Also das war eigentlich der Musical vor 50 Jahren. Ja, also Musical ist es vielleicht nicht, aber Musiktheater, wenn wir es vielleicht einmal nennen. Wenn Sie wollen, ja. Es ist also ein bisschen kompliziert jetzt geworden, unser Gespräch. Es ist natürlich so, dass Musical, gegen das Musical ist überhaupt nichts zu sagen. Aber wenn Sie das Musical als die mögliche Zukunftsform von der Oper sehen, dann kann ich nur sagen, das, was Musical heute war, ist die lustige Witwe vor 40 Jahren gewesen. Und die Frage, warum neben der lustigen Witwe nicht auch der Rosenkavalier komponiert werden, würde sich dann stellen, um irgendetwas Gleichzeitiges jetzt zu erwähnen. Also es ist ja nicht so, dass nun jeder ein Musical kann schreiben und dass jeder seriöse Komponist die Spezialbegabung von Leni Bernstein hat, die Westside-Story zu komponieren, die durchaus anspruchsvoll musikalisch, zweifellos auch völlig eingängig ist. Sondern die Avantgardisten, von denen Sie reden, die kümmern sich ja um die Entwicklung der Musik in der Zukunft. Das heisst, sie sind uns einfach um 30, 40 Jahre voraus.
Während der Bernstein selbstverständlich mit dem Stück absolut auf dem Boden von der Tradition steht und überhaupt keinen Versuch macht, in irgendeiner Weise neue Wege zu erforschen, neue Wege zu gehen oder in die Zukunft vorzustoßen. Wäre es richtig, wenn man sagen würde, was Sie und viele andere Musiker und auch Intendanten erwarten, das wäre ein Beckett, aber das Äquivalent auf der Opernbühne zu einem Beckett oder zu einem Bond? Ich meine, bitte schön, zu einem Beckett würde ich sagen, hätte man die Musik schon, wenn man an Webern denkt. Da gäbe es die Musik zweifellos. Es gibt auch Komponisten, die ja Kafka komponiert haben. Es gibt sogar sehr erfolgreiche, wie der Günter Schuller, der mit der Visitation das Kafka-Thema abgewandelt hat. Das existiert alles. Ich glaube nur, dass das, was in der Zukunft kommt, nicht mehr die Opern ist, wo der Begriff Oper aus dem 19. Jahrhundert, Verdi, Puccini, Wagner, anwendbar ist, sondern eine vollständig neue Konstruktion. Wenn ich es so sagen darf, um irgendein Beispiel zu nehmen, Sie haben, glaube ich, in Zürich auch den Orlando Furioso gehabt, von den Italienern, wo da, glaube ich, in der Stadthalle oder in Oerlikon gespielt worden sind. Das ist eine neue Form von Theater. Genau so wird es eine neue Form von Oper geben. Nämlich die aufgelöste Form, die nicht mehr an gewisse Traditionen anknüpfende Form, die neue Wege, die dann in 20, 30 Jahren selbstverständlich werden und jetzt erschrecken, wie alle neuen Sachen in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Philosophie verschreckt haben. Ich habe eine letzte Frage, Herr Liebermann. Wenn ich Mäzen wäre und Ihnen könnte, ich nehme jetzt einen Fantasiebetrag, 10 Millionen Franken dort auf Ihr Pult legen, neben Ihnen, wo Sie jetzt sitzen. Das wäre schön, nicht wahr? Mhm. Und Ihnen sagen würde, Sie können damit irgendein Anliegen von Ihnen in Tat umsetzen. Was würden Sie machen? Ein neues Opernhaus planen, eine Fernsehoper, einen eigenen Weg schreiben und dann die richtigen Leute für die Aufführung? Ich glaube, ich würde zu Ihnen gehen und sagen, hören Sie, wenn Sie schon 10 Millionen haben, legen Sie noch etwas drauf und dann bauen wir ein neues Stadttheater. Auf dieser hoffnungsvollen Note, dass es diesen Mann gibt, ich bin ihn, glaube ich, nicht, wenn wir unser Gespräch beschließen. Ich hoffe, es gibt diesen Mann oder es gibt die Stadt, nämlich Zürich selber, wo bereit sind, ihrer Aufforderung und ihrer zunächst einmal scherzhaften Bemerkung, aber vielleicht ist sie doch ein bisschen ernster, Folge zu leisten. Ich sage Ihnen vielen Dank, Rolf Liebermann, dass wir Sie und Ihre Frau haben besuchen. Und bitte sagen Sie ihr auch herzlichen Dank meinerseits. Vielen Dank Ihnen auch. Das, meine Damen und Herren, ist also unser Besuch gewesen beim Komponist Rolf Liebermann, Intendant von der Hamburgischen Staatsoper in Feldmeilen bei Zürich. Heute in 3 Wochen, das heisst also am 8. Dezember, besuchen wir jemanden, ja, jetzt weiss ich nicht recht, wie ich sie nennen soll, Schauspieler, Sänger, Schriftsteller, alles in einem. Ich glaube, Sie verraten, wer ich meine. Wir besuchen Hildegard Knef. Ich hoffe, der Besuch, und Sie freuen sich auf den Besuch, genauso wie ich. Und damit auf Wiedersehen in 3 Wochen und für heute noch einen recht schönen Abend.